kennt sie nicht, Devinho und Pape. Legendär, sehr vulgär, fett wie Schokolade. Doch eins ist klar, die beiden geben Vollgas, wenn es heißt, was geht ab, Just Network Soldiers. Hallo liebe Community, ich bin's, euer Devinho für euch am Vlog-Mikrofon. Und ihr denkt, der Krömer, der kann nur Fußballbilder aufmachen oder der kann nur Drohnen fliegen lassen. Und ich muss sagen, stopp, es reicht, ja. Ich kann auch basteln. Und der M-Pox, ne, möchte ich mal erwähnen, ne? Schaut mal hier. Der hat vor kurzem so ein Bastelvideo veröffentlicht, kann man das sehen, wo er diese Figur aus Unravel bastelt. Ich habe ja auch so eine Bastelanleitung dafür ausgedruckt und ich muss sagen, was der M-Pox kann, kann ich schon lange, ja? Und fange jetzt an zu basteln. Und am Ende kommt ein erste Sahne Revel dabei raus. Werdet ihr sehen. So, ich habe nämlich besonderen Draht gekauft. Und diese Vorlage, das M-Pox-Video ist natürlich verlinkt. Wie macht der das denn? Scheiße. So, ja, kein Problem für mich. Was ist los? So, also, dann machen wir das mal zwei. Der M-Pox sitzt zu Hause und heult, weil er denkt, scheiße, wieso kann der Krömer das so gut? Ja, vielleicht hätte ich auch eine Schere holen sollen, ich Idiot. So. Ich gucke nur. Braucht mich nicht gleich anschreien. So, nimm das Ding auf. So. Also. Ich habe übrigens einen ganz besonderen Draht genommen. Scheiße. Ich bin jetzt schon wieder eingelassen. So. Ein bisschen lang sein, ne? So, mach ich mal das Video gucken. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, wenn das hier so, kann man das sehen, so offen ist. So, mein Revel hat längere Beine als der von den M-Pox. Scheiße, wie macht der das? Der schlaue Hund. Ha, das ist mega gut. Mega gut. So, dann kann ich nämlich das abschneiden. So. Und jetzt muss ich das hier irgendwie dran kriegen. Ne? Scheiße, wie mache ich das denn? Fuck. So, das sind die Beine und der, die Arme. Seht ihr, und das ist der Grund, warum ich eigentlich nie bastel, weil ich in solchen Sachen halt echt zwei linke Finger habe, ne? Oder zwei linke Hände, sagen wir es so. Aber es sieht gut aus. Mein Revel hat halt lange Beine, wenn ihr versteht, was ich meine. So, aber die Arme sind dafür perfekt. Ich bin mir sicher, M-Pox sitzt zu Hause und heult. Und denkt so, oh, wieso kann der das besser als ich? So. Draht ist wie eine Katze, liebe Community, und da dürft ihr mich gerne zitieren, Draht hat seinen eigenen Willen. Alter Schwede, Krömer kann basteln. Leute, ich hab's euch gleich gesagt, Krömer kann basteln. Schaut's euch einfach an. Schaut's euch an. Kann man das sehen? Es sieht ein bisschen komisch hier auf dem Bild aus. Natürlich ist es total perfekt, man sieht es nur jetzt auf den ersten Blick nicht. Krömer baut ein Stofftier. Da, 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 da. Das klappt niemals. Die Wolle ist überhaupt nicht dick genug. Ich komme mir vor, als würde ich stricken hier, ganz ehrlich. Die Wolle ist überhaupt nicht dick genug. Scheiße, Mann. Das Problem an meiner Figur ist, sie hat eine sehr schmale Taille und einen sehr großen Brustumfang. Kann man das sehen? Obwohl, hier, ich kann es dir hier zeigen. Sieht man das? Und hier kommt auch noch so ein bisschen Draht raus, den ich auch irgendwie nicht wegkriege. Ich glaube, da muss ich nochmal dick rüberrollen. Aber es hat schon Arme und ja, es sieht aus, als wollte es schreien. Töte mich, töte mich. So, ihr Lieben. Was sagt ihr jetzt bisher? So. Also als Kuscheltier möchte ich das Ding nicht haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber er sieht immer noch ein bisschen danach aus wie töte mich, vor allem der Brustbereich hier ist ein bisschen komisch.
Weil ich, wenn ich da jetzt dran rumdrücke, fällt das ganze Ding auseinander. Da ist die Spielreflexkamera alle, der Akku, der die ganze Zeit mitlief. Von daher kann ich hier keine Großaufnahmen mehr zeigen. Ich werde jetzt versuchen, das Ganze noch mal so ein bisschen abzusichern, weil ich habe das Gefühl, je höher ich komme, desto weiter löst sich das immer wieder auf. Das heißt, wenn ich oben bin, löst es sich unten auf und umgekehrt. So, schaut mal hier, der Mittelteil ist halt echt so... Oh Gott, ey. Also unten ist richtig nervig, muss ich sagen, weil du immer an diesen langen Dingern hier hängen bleibst. Also ich meine damit mein Glied quasi. Ich finde, oben habe ich es ganz gut hingekriegt. Schaut mal, man sieht, dass je länger man das macht, man immer mehr Erfahrung davon hat, damit hat. Der M-Box hat ja auch 10 von den Dingern gemacht, bevor er das gefilmt hat. Von daher ist es natürlich total ungerecht, dass hier mein allererstes bewertet wird. Das sieht dann echt behindert aus. Schaut euch mal den Rumpf an. Das ist so eine Westenteile und dann, ich habe breite Schultern und große Brüste. Vielleicht hätte ich das Video vom M-Box doch ein bisschen... Schaut mal, ich nehme jetzt hier den Faden so achtfach. Mache die alte Krömer-Leck-Technik. Ey, was hat der mir da nur eingebrockt für eine Scheiße? So. So, vielleicht verkacke ich das zweite Auge nicht. Ich nehme hier einen dünnen Faden raus. Ich komme mir vor wie Jean Pütz in der Hobbitech. So, und knote das. Ich glaube, dieses Auge wird besser. Da sieht man mal, der Kröver, ne? Der hat so eine krasse Lernkurve. Das erste ist total bescheuert. Das zweite, ne? Deshalb, da sieht man auch, je weiter ich nach oben gekommen bin bei der Puppe, zum Beispiel dieser Kopf, ist halt überragend gut, ne? Nur die Brust sieht aus, als wäre er... Ja. Ja, meine Lieben, also, das ist er dann, mein, wie heißt der Typ selber? Jani. Mein Jani, hier mit Brust-OP. Ja. Da kann man nichts mehr retten. Ich weiß nicht, ihr Lieben, ey. Ich weiß es nicht. Aber es ist ein Original. Fairerweise muss man dazu sagen, ihr Lieben, es ist wirklich das allererste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Und wie gesagt, der Pox hat es 2-3 Mal vorher gemacht. Ich glaube, wenn ich jetzt einen neuen basteln würde, würde ich hier mehr aufpassen. Also das heißt, ne, ihr seht auch irgendwie, das ist, hier ist es zu eng, weil der Draht hier zu viel zusammengepresst wurde. Hier unten seht ihr, das ist ja so eine Westenpeile. Nach oben hin ist er dann zu weit. Ja, Jani, mein alter Glücksbringer. So, das ist ab jetzt der Werder-Glücksbringer und mit diesem Jani wird Werder nie wieder verlieren. Ihr Lieben, macht es nach. Die Beschreibung vom M-Pox-Video, der da ein bisschen mehr Routine drin hat, ist in meiner YouTube-Beschreibung. Da könnt ihr das Ganze angucken. Da kriegt ihr auch diese Schablone, mit der ihr das machen könnt. Ja, keine Ahnung. Ich im Referendariat... Oh, fuck. Seht ihr, schon mal, jetzt löst er sich nämlich schon auf. Ne? Wird schon, sieht man das? Hier kommen schon die ersten Fäden raus. Wenn man ihn nämlich bewegt, dann werden halt bestimmte Fäden wackelig. Also ich werde ihn mir einfach so oben an meinen Rechner stellen. Ja, das war mein Bastel-Tutorial. Bastel dir ein Jani oder versuch es zumindest, wenn du ein Vollidiot bist. Macht es nach, schenkt es eurer Frau zum Geburtstag oder Valentinstag. Die wird auf jeden Fall den Aufwand zu schätzen wissen, auch wenn sie es wahrscheinlich danach einem Gott opfern wird, weil es so hässlich ist. Ihr Lieben, ich bin euer Stevenio. Man muss alles mal probiert haben. Das ist mein Jani. Aus dem Gaming-Spiel, wie heißt es? Unravel, PS4-Spiel. Gibt auch, glaube ich, für den PC, ne? Jump'n'Run. Ja, könnte schlimmer sein. Hat Spaß gemacht. Fast. Bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Bastender Stevenio. Und mal gut, dass ich in der Grundschule Sport gemacht habe und nicht Kunst oder textiles Gestalten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.